Wir sind bei BHZ. BHZ haben ziemlich viel in letzter Zeit rausgekloppt. Und wir haben Longus Mongus. Longus Mongus featuring, ich habe leider keine Ahnung, wer Beko 101 ist. Es muss ja einer von den 101ern von der Gang sein. Teute. Wer ist das? Desaster heißt der Song. Produziert von Sira. Und Mix Mastering ist von Sammy. Okay, okay. Jetzt bin ich aber gerade neugierig. Wer ist Beko? Beko 101. Bruder, wer... Da! Ah! Ich glaube, wir sind auf der richtigen Spur. Aber mehr kann ich jetzt auch nicht sagen. Ey, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall featuring Beko 101. Desaster. Okay, gehen wir mal rein. Ich bin gespannt. Longus kennen wir. Beko sagt mir leider nichts. L-O-N-G-U-S. S-I-R-A. S-U-F-F. D-R-O-G-I-N. M-F-G. Beko! Die Party ist vorbei, bye, bye. Also startet die After. Hab keine Drogen mehr auf Tasche, doch zu Hause ein okay. Lager. Wart für Friede, Freude, Mackermann. Bruder, ich bin ja völlig überfordert. Was ist denn hier, was ist denn in dem Video los? Was ist denn das für ein Beat? Was ist denn hier überhaupt los? Beko, heute! Ich muss mehr die fühlen. Die Party ist vorbei, bye, bye. Also startet es ist die vorbei, After. Bye. Okay, keine das verstehen Drogen wir nochmal. Mehr auf Tasche, doch zu Hause ein Lager. Wart für Friede, Freude, Mackermann, das wird ein Desaster. Und wir ballern, ballern hart wie deine Mutter, dein Vater. Die Party ist vorbei, bye. Also startet die After. Hab keine Drogen mehr auf Tasche. Ballert wie dein Vater, deine Mutter, ja? Okay. Das klingt so ein bisschen so nach Malle-Mucke irgendwie, oder? Also es ist jetzt nicht so Abtempo, Techno oder sonst was, sondern eher so, Malle- oder Dorfdisco-mäßig gerade. Die Party ist vorbei, bye, also startet die After. Hab keine Drogen mehr auf Tasche, doch zu Hause ein Lager. Wart für Friede, Freude, Mackermann, das wird ein Desaster. What the fuck? Und wir ballern, ballern hart wie deine Mutter, dein Vater. Habt ihr gemerkt, wie der leicht neben dem Takt ist, Alter? Seit wann macht er das? Seit wann? Ich dachte, das macht nur Dingens. Lager. Nisi. Friede, Freude, Mackermann, das wird ein Desaster. Und wir ballern, ballern hart wie deine Mutter, dein Das kommt Vater. Gut bei ihm, das ich kommt gut. Ich hab Sira auf dem Beat und wir ficken die Boxen. 3 Uhr mittags, 3 Promille, 33. Ja, aber das kommt irgendwie smooth, wie er da drauf float, muss ich sagen. Also ich find's jetzt nicht Offbeat oder so, ne? Ich bin gerade noch nicht so ganz, also ist das jetzt ein Party-Song oder ist das ein Pre-Party-Song? Also für Party ist es mir noch zu wenig. Für Pre ist es mir schon... Ich in die Boxen, 3 Uhr mittags, 3 Promille, 33 mal kotzen. Ich sauf Donnerstag bis Sonntag und auch unter der Woche. Ich krieg eigentlich nichts mehr runter, doch... Das ist aber fein. Bierchen geht trotzdem. Also, wenn wir uns beschweren, ne, dass Tilo oder so irgendwas verherrlicht, ne, dann müssen wir das eigentlich hier auch, ne? Ganz klar, also Alkohol ist genauso schlimm, ja. Ja, ich bin irgendwie noch gar nicht drin, Alter. What the fuck? Runter, doch ein Bierchen geht trotzdem. Was für Herz gebrochen, ich krieg Schmerzen von ein Bierchen plus ein Schnaps, das ist Mathematik. Exponentielle Gleichung, im Sport, ich bring Leistung. Maximale Verpeilung auf meinem Handy, die Kreidung auf meiner Kleidung. Digga, du nicht Teletubby da mit reinziehen, Alter. Okay, also es fühlt sich wie eher wie so ein After-Hour-Erlebnis an, muss ich sagen. Sport, ich bring Leistung. Maximale Verpeilung auf meinem Handy, die Kreidung auf meiner Kleidung kannst du suchen, da ist gar kein Symbol. Auf deinem Ausweis kannst du lesen. Du bist ein kleiner Hurensohn! L-O-N-G-U-S, nein, ich kenne keinen Stopp. Hau mir ne halbe im Kopf und ich schwabbel wie Gott. Die Party ist vorbei, bye, bye. Also startet die After. Hab keine Drogen mehr auf Tasche, doch zu Hause ein Lager. Grad für Friede, Freude, Mackermann. Ich muss sagen, die Hook ist schon nicht schlecht. Ja, also das Video ist kompletter Fiebertraum, Alter. Also da haben sie sich auch gedacht, ey, komm, wir machen mit Greenscreen alle Memes und alles, was wir so von den letzten Jahren irgendwie finden, Alter.
Okay, also, die wollen jetzt aftern. Also, es ist eigentlich schon ein Song für die Afterhour. Also, die sind alle schon komplett druff und durch. Und er hat nichts mehr auf Tasche, aber auf Lager, ne? Also, von zu Hause kann er noch gerne mal hier und da ein bisschen was holen. Okay. Guter Start in den Abend, würde ich sagen. Desaster. Und wir ballern, ballern hart wie deine Mutter, dein Vater. Die Party ist vorbei, bye. Also startet die After. Hab keine. Der Einstieg ist cool, finde ich. Drogen mehr auf Tasche, doch zu Hause ein Lager. War für Friede, Freude, Macker, aber Mann, das wird ein Desaster. Und wir ballern, ballern hart wie deine. Ey, was sagt ihr eigentlich dazu? Shiagu auf Opium. Ey, was ist das für ein Fiebertraum? Das wird auch nochmal so ein kompletter so, wo sind wir eigentlich gelandet? Auch noch mit so einer Spike-Sonnenbrille und so, Skibrille und so. Kompletter Film. Das geht da grad weiter mit Dobel. Guck, wie die Späne fallen, hier wird gehobelt. Auch wenn ich dir so aussehe, glaub, dass ich halt froh bin. Ich pack mir meinen Atzen und zieh. Boah, ist das oldschool, richtige Atzenmucke oder was? Weiber mit Dobel. Guck, wie die Späne fallen, hier wird gehobelt. Auch wenn ich dir so aussehe, glaub, dass ich halt froh bin. Ich pack mir meinen Atzen und zieh für Stoffen auf Klo. Das Beko. Ich komm mit Longus Life, wir haben Rockstar Vibes, das ist einfach Stoffball 1, du hast richtig Bock, da komm in Moshpit rein und mach den Kopf in Hals, schütt da Wodka rein, wir haben noch nicht. Ey, der hat ja einen richtig coolen Flow, Mann. Hä, warum, hä, wer ist das? Der hat mich voll an alte Zeiten erinnert. Ich weiß nicht warum, aber früher klangen ein paar Rapper so. Irgendwie so, weiß ich nicht, so unsauber abgemischt und aufgenommen, so, aber es klang irgendwie vibig. Also ich muss ehrlich sagen, der hat mir schon ein bisschen. Wobei die Hook war ganz cool so. Aber sonst ist nicht meins. Also wobei, man muss vielleicht wirklich so Druffi sein, ne? Ich glaube, man muss wirklich ein bisschen in den Vibe reinkommen. Komm mal, wir haben noch nicht mal 0 Uhr. Wir sind noch gar nicht in dieser Stimmung dafür. Stopp auf die After, deine ganzen Freunde gehen nach Hause. Die haben Angst vor dem Kater. Und Longus zückt sein Handy, holt die haben Angst vor dem Kater. Hat so Atzen-Vibes jetzt. Freunde gehen nach Hause, die haben Angst vor dem Kater. Und Longus zückt sein Handy, holt einen Tag für was zu klattern. WE ist niemals K.O., ich tanze den Tango auf Parkbank. Ich find den die sympathisch. Die Party ist vorbei, bye. Also startet die After. Hab keine Drogen mehr auf Tasche, doch zu Hause ein Lager. Wart für Friede, Freude, Macker, Mann, das wird ein Desaster. Und wir ballern, ballern hart wie deine Mutter, dein Vater. Die Party ist vorbei, bye. Also startet die After. Hab keine Drogen mehr auf Tasche, doch zu Hause. Ey, aber merkt ihr eigentlich, wie lang der Song ist? 3:06? Ich dachte die ganze Zeit, ey, irgendwas muss doch passieren. Irgendwie ein langes Outro oder irgendwie ein Skit oder irgendwie ein Beat-Switch oder irgendwas. Es kann doch nicht sein, dass ein Song mit zwei Künstlern über 3 Minuten geht. Das ist ja, ist das vielleicht für dieses Jahr maßgebend? Das wäre gut. Aus ein Lager, war für Friede, Freude, Macker, Mann, das wird ein Desaster. Und wir ballern, ballern hart wie deine Mutter dein Vater. Ich muss ehrlich sagen, es ist mir nicht druffi genug irgendwie. Es ist mir nicht druffi genug. Ich muss sagen, da habe ich zum Beispiel von Olexesh, ich feiere den Scheiß oder so, muss ich, also jetzt ich persönlich, so da fand ich ein bisschen geiler, so von den Elementen in den Beats und so weiter. Ich muss aber sagen, den hier, den zweiten, den fand ich ja mal richtig sympathisch. Den fand ich richtig gut. Auch den Flow und so weiter, den fand ich sehr unterhaltsam. Sonst muss ich sagen, die Hook war, ja, ist wieder eingängig as fuck, ne? Muss man sagen. Ja, schöner Start in den Abend. Oder? Ja, doch.